Willkommen zu einer weiteren Folge Karte über Thüringen. Jawohl. Wir schließen heute das Mais ab. Wir müssen noch mal ganz kurz abladen und noch den Rest aufnehmen. Das soll in der heutigen Folge fertig werden. Alles reinzufahren und zu verdichten, verteilen. Und dann sehen wir weiter. Dann wird ein Feld vorbereitet zum Pflügen. Pflügen geht immer wieder alleine. Dann hoffen wir, dass es trocken wird heute noch. Und wenn es trocken ist, geht mit Ernte weiter mit Gerste. Ansonsten bereiten wir das vor, die Aussaat mit Gras auf 38. Vielleicht können wir dieses Jahr noch mal einmal Gras ernten. Bin mir nicht ganz so sicher, ob das klappt. Oh, mal schauen, ne? Rufter. So, abladen. Nicht stehen bleiben, Gas geben. Und diese hohle Gasse musst du fahren. Na gut, tut er nicht. Also wenn der Hänger ein bisschen leichter wird. Muss ich erstmal verteilen. So eine Gewalt, jetzt kommt dann hinten hoch, kommt er schon, oder? Ups. So. Ach, die Kühe wollen wir noch, die Tiere wollen wir noch machen. Das ist ganz wichtig, dass die Kühe ihr Futter kriegen. Dass sie heute, bevor wir das nächste Ding machen, dass die Tiere noch zu fressen kriegen. Den Rest machen wir mit dem Radlader nachher. So, die Kammer. Wir werden drüben rauf fahren, ne? Das ist, glaube ich, klüger. Hier vorne ist es ziemlich steil. Nehmen wir einen größeren Bogen mit Schwung. Mal kurz Gas wegnehmen, um das anzuschalten. Aber jetzt geht's. Den Rest machen wir in Radlader. Dann fahren wir erstmal den großen K700 auf und dann können wir dichten. Das Fahrzeug gehört uns. Ja. Die Walze war ein Witz, klingt nicht. So. Okay. Okay. Na, schön mit verdichten, ne? Das ist ja auch nichts. Vor allen Dingen, naja, verteilen ist nicht ganz so wichtig mehr jetzt, aber überhaupt verdichten halt. Verteilen ist dann wichtig, weil wir jetzt im Prinzip, fährt sich leichter rüber. So, wir sind jetzt bei
fast 100%. Aber wir müssen noch den Rest rauffahren, reinfahren. Hm, 100%. Staune, schon dicht ist. Wie gesagt, wir müssen noch hier vorne den Rest reinbringen hier, sonst ist für viel draußen. So. Mit Glück haben wir auch nicht mehr rauffahren, sondern kippen das hier in eine Ecke rein. Und fahren ein bisschen rauf. Dann haben wir jetzt fast zwei Silos. Ja, fast 6 Millionen Liter insgesamt. Füllt sich langsam. Und leer. Ich sag den letzten Rest nehmen wir noch auf. Dann haben wir hier geschafft. Können wir Silo nicht schließen. Mais erledigt. Richtig viel zu tun gehabt. Schon wieder voll. Oh. Jetzt hier hoch. So. Schauen wir nach vorne, was noch rumliegt, ne? Das auch noch reinkriegen. Und dann haben wir es geschafft. Jeden Gramm müssen wir nicht rauffahren, aber halt fast jedes, ne? Hier ist auch weggeräumt. Jetzt bauen wir noch quer. Voll. Der zieht wirklich so weit weg, finde ich. Also ist etwas vom Nachteil, wenn er zu weit reinzieht. Obwohl, na gut,
Ist ja dem auch nicht schlecht, weil im Prinzip jetzt beim Zurückfahren wieder ein bisschen mit abkippen, ne? Die Nase. Ein bisschen geht auch noch rauf hier. Mit ist frei. Das ist ja nur ein Nachteil, wenn man gleich wieder aufnimmt, ne? Oder gar nicht normalerweise auflang gedacht ist jetzt gewesen. Na ja, gut. So. Siehste, erledigt. So ein bisschen schauen, dass wir da nicht zu dicht dran kommen. Dass wir zwar wegputzen, aber mach ich ja voll. Aber nicht zu viel. Der was drin ist, drin, dann muss ich nochmal reinfahren, ne? Dann muss ich aber weiter hochfahren. Staunlich, dass er rüberfährt, ne? Hängt da ein Baum jetzt fest? Ich glaub schon. Ja, holt ihr was runter. Das ist halt so, ne? So, schauen wir mal, wir sind hier parallel gefahren bekommen. Ich hab dich dran, ne? Dass wir jetzt den letzten Mist, letzten Rest aufnehmen können, ne? So. So. Runter. So, dann nichts weg und dich daran. Jetzt sind da zu viel weg. Mist, so ein kleiner Hutzelhäng, du.
kriegt er wieder, holt er wieder den Rest runter, da sieht's ja gar nicht. Aber das war zu erwarten. Den Rest machen wir vorne nachher. So, kippen wir da hin. Verteilen wir so noch ein bisschen. Abladen dauert so lange. Das nervt schon. So, jetzt aber, ne? Jetzt fahren wir mal hier runter, putzen den Rest weg, wird noch Licht hier und dann ist gut. Dann werde ich hochnehmen. So, da ist da die Ecke und die vorne, wo wir runtergefahren sind. Da fahren wir hier aber nicht mal hoch, sondern wir nehmen ganz vorne was weg. Der Einzugsradius ist mal so großzügig gewählt, dass er im Prinzip vom Silo teilweise wegnimmt. Und teilweise auch wieder nicht, ne? Möchte ich schon noch haben. Gut, das wäre weg. Die Ecke hier vorne. Da hier am Laternenfahrer natürlich nicht, da ist nicht. Grund unmöglich. Nun gerade ranzufahren, sonst nimmt er so viel, wo er nicht soll. Runter, schräge leicht. Jetzt nimmt er auf. Hier sieht gut aus. Ich bin zufrieden. Mit mir selber. So, vorne hin. Husch, husch, weggekriegen. Gibt nichts zu holen hier. Die kleinen Dinger hier überall. Lass ich natürlich liegen, ne? Ist nur hier vorne. Da, hier, da ein bisschen. Dann nehmen wir es weg. Weil übertreiben wollen wir es auch nicht. Ja, 100% war fast gewesen. Also. Aber wir müssen die Schaufel leer kriegen, ne? Schaufel leer. Ja, da kam vorne Unterbrechung und wäre schon ein Stück weiter gewesen. Ja, gut, okay. Wollen wir rechnen, ne? Also schön immer aussteigen bei den Fahrzeugen. Sonst kann es zum Absturz kommen. Ups, leer. So, mal schauen. Da die Ecke noch und da. Sollte eigentlich mit einmal erledigt sein. Jetzt haben wir 14 Uhr fast im Spiel. Das heißt auf gut Deutsch. Ist noch nicht trocken. Das werden wir noch nicht schaffen. So, aber das mit Mais mache ich heute noch fertig und dann ist Schluss für heute. Ich gucke gerade auf die Uhr, ist schon wieder abgelaufen Zeit. Wahnsinn. Ja, wir machen es noch fertig und dann geht es ja gleich weiter mit den Tieren und dann gibt es nachher den Rest. So fast. Ja.
kleine Ecke fehlt. Jetzt haben wir 2,8. Ja, ein paar zerquetschte, das geht schon. Das alles nachher schon umrechnen, was die BGH noch einnehmen kann. Über das Rest des Jahres, also auch im Winter, mal sehen, wie lange es reicht. Muss halt mal fertig solieren, ne? Das dauert auch noch eine Zeit lang. Dann haben wir es auch verdient. So, jetzt fahren wir noch rauf. So, das kippt man hier vorne ab. So, verdichten und zumachen. So, rüberlaufen, nicht rüberlaufen, ob es auch reichen würde. So, wir brauchen nicht viel Tamtam machen, die fahren jetzt immer hin und her. Nur die am Rand wieder runterschmeißen. So, jetzt schließen wir ab. Kurz R. So, liebe Schau, das war's von der heutigen Folge. Silage ist fertig. Huhu, Freude. Endlich fertig. Und nun können wir sagen, jetzt können wir uns um andere Sachen kümmern. Dann sage ich mal hier aus, schönen Dank fürs Reinschauen. Und dann sagen wir gleich Tschüss und Winke, Winke, Ciao, Ciao. Und man hört sie und sieht sie dann vielleicht zur nächsten Folge. Ich würde mich darüber freuen. Hier schon mal fast 50%. Na, ist ja super. Super. Dann haben wir bald loslegen mit Silage fahren. Dann sage ich gleich hier noch Winke, Winke. Tschüss.